Das berühmte Haus am See, wer träumt nicht von so einem kleinen Paradies? Natur, Ruhe, die Lieben um einen herum. Sie erlebt diesen Traum. Schauspielerin Katharina Jakob, viele kennen sie noch als Ermittlerin in Der Bulle von Tölz. Das war damals. Heute lebt die 57-Jährige in Kanada. Dabei hat sie auch in Deutschland das Paradies auf Erden. Doch vor 18 Jahren wollte sie einfach mal Veränderungen, beruflich und privat. Sie flog nach Kanada und verliebte sich nicht nur in das Land. Also viele Erlebnisse jetzt zum Nachlesen. Katharina Jakob hat ein Buch über ihre Auswanderung nach Kanada geschrieben. Das erste Exemplar soll Ellen Schwiers bekommen, Katharinas Mutter. Sieht ein bisschen aus wie ein Reiseführer. Hm? Das hätte man auch irgendwie netter sagen können, denkt sich Katharina Jakob. Es ist immerhin ihr allererstes Buch. Mütter können so anstrengend sein. Ellen Schwiers hat ihre Tochter in Kanada besucht und herrliche Wochen im Haus am See in der Wildnis, 5 Stunden nördlich von Vancouver verbracht, mit wilden Tieren und komischen Pflanzen. Ja, deswegen bin ich da nicht so gerne schwimmen gegangen, wegen dieser vielen Blattgeschichten da drin. Seerosen. Seerosen. Schuld an der Auswanderung und den dramatischen Folgen für das Leben der Schauspielerin Katharina Jakob ist dieser Mann, Jochen Neumann. In München geboren, Makler und vor 40 Jahren nach Kanada ausgewandert. Ich war schon als junger Abenteurer. Konnte man hier in Deutschland nicht mehr machen, was wir da gemacht haben. Jagen gehen, das mag sie ja dann überhaupt nicht hören. Segeln gehen, große Freiheit. Jochen Neumann wollte Katharina Jakob ein Grundstück verkaufen. Katharina wollte Jochen. Am Ende bekam sie beides. Zuerst das Grundstück. Das war so traumhaft schön, dass ich gesagt habe, das ist der Ort, wo ich von der ersten Sekunde an zu Hause war. Und ich habe gesagt, hier möchte ich wirklich alt werden. Und deswegen habe ich mich auch so wahnsinnig schnell entschlossen. Ich habe ja in der Nacht noch den Kaufvertrag unterschrieben und habe gesagt, das ist es. Der Rest ging nicht so schnell. 14 Jahre hat Katharina Jakob gebraucht, bis sie ihren freiheitsliebenden Kanadier endlich überreden konnte, sie zu heiraten. Danach hat Katharina Jakob das Haus in der Wildnis verkauft. Und nun leben Mr. und Mrs. Neumann in einer Villa am Meer. Nebenan wohnen Kinder und Enkel. Ich bin leidenschaftliche Gärtnerin, man glaubt es kaum. Also ich habe einen Garten, den ich sehr liebe und in dem ich auch arbeite. Sagen wir mal so, ich entwickle diesen Garten, ich forme diesen Garten, arbeiten tun andere. Ich bekoche immer alle, also ich koche sehr, sehr gerne. Ich bin eine leidenschaftliche Großmutter, was meiner Tochter nicht so recht ist, weil ich darf die Kinder so verwöhnen, dass sie Dinge lernen, die die Eltern dann im Endeffekt wieder ausbaden müssen. Wo sind wir? In Deutschland, denn da arbeitet Katharina Jakob noch. Im Moment nimmt sie mit ihrer Kollegin Beate Pfeiffer und ihrem Onkel Holger Schwiers das Hörbuch zu Ovaya Kanada auf. Katharinas Onkel war schon ein paar Mal zu Besuch bei der Abenteuernichte und einer Walherde. Wir fahren mal los und plötzlich kommt da eine Herde Orcas anmarschiert. Da waren bestimmt 20 Stück. Die steigen da aus dem Wasser raus, muss man ehrlich sagen. Also das ist nicht übertrieben beschrieben. Und sie ist dann immer fröhlich, weil sie kennt das. Er ist fröhlich, Katrin, du kannst nicht weiter, da hinten, Bubu, die Wale. Und das war dann mittendrin. Wir waren also die waren so 20 Meter, 25 Meter weg. Da kriegst du schon Probleme. Also ich war mittendrin. Ich habe immer, hab immer geschrien, kommt mit. Ja, weil es ist ein einmaliges Erlebnis, wenn neben dir, ein Wal raufkommt. Das ist einfach, das ist so toll. Deshalb fliegt Katharina Jakob mit ihrem Mann Jochen Neumann auch ganz schnell wieder hin und kommt nur noch ab und zu zum Arbeiten zurück. Und wir machen jetzt auch den Abflug sozusagen.